Hallo Leute, ich begrüße euch zu One Piece Pirate Warriors Traumlog Part 2 quasi. Und ich habe gerade festgestellt, ich kann Zoro gar nicht benutzen, weil wir den erst besiegen müssen auf der Insel. Das habt ihr im letzten Part hoffentlich gesehen. Und ich möchte jetzt erstmal von euch wissen, wer hat denn überhaupt hier Interesse oder wer guckt denn jetzt hier weiter, wen interessiert der Traumlog und wer ist hier überhaupt noch alles dabei? So. Und ich würde sagen, nee, Berry-Wachstum müssen wir nicht machen. Outfit können wir aber mal ändern. Was haben wir denn hier? Neue Welt. Nehmen wir mal die neue Welt, Nami. Gucken noch, ob wir Münzen verwenden können. Nee. Und setzen dann auch mal das Segel. Dann kommen die anderen Charaktere halt erst, wenn wir die freigeschaltet haben. Ist halt so. Ich würde sagen, wir bewegen uns dann auch mal Richtung Zorro. So. Decke den Rückzug. Jemand wird vom Feind verfolgt. Hilft ihm bei der Flucht und dein Ruf wird dir auf See voreilen. Okay. So, jetzt können wir Segel setzen. Wir haben jetzt wieder keine besondere verbündete Armee und legen auch mal los. Oh, erstmal mit den Brüsten wackeln. Hohohoho. Entschuldigung. Manchmal drehe ich ein bisschen durch. Da kann ich nichts für. So, wir spielen jetzt mit Nami und wir haben Chopper und Dingens an unserer Seite. Sentomaru, die dürfen jetzt zum Beispiel auch nicht fliehen. Und die Nordküste darf auch nicht eingenommen werden. Okay, dann machen wir das mal. So, und da ich jetzt hier mit euch über Themen sprechen wollte, wollte ich mit euch mal erstmal ein Nicht-One-Piece-Thema angehen, wie ich das schon so ein bisschen angesprochen habe. Ich würde nämlich gerne mit euch heute mal über ein etwas ernsteres Thema sprechen, nämlich Menschen, die in der Psyche erkrankt sind. Warum ich das machen möchte, hat auch seinen Grund. Viele Leute sind einfach dem sehr, oder ich sag mal, nicht psychisch erkrankt sind, sondern generell erkrankt sind, die man einfach so, ich sag mal, auf der Straße abstempelt. Das klingt jetzt ein bisschen dumm, ich weiß, aber ich finde das relativ wichtig, da ich das oftmals halt mitkriege, dass Leute, die halt nicht gesund sind, einfach abgestempelt werden und dementsprechend ja, guck mal, halt dich von dem fern, der ist nicht gut für dich, der scheint ja nicht ganz normal zu sein und viele dann einfach dabei mitmachen und einfach Leute abstempeln, wo sie gar nicht genau wissen, was sie wirklich haben. Da kann ich persönlich zum Beispiel gar nicht drauf, muss ich einfach mal so sagen. Gehen wir mal als Beispiel. Man geht so durch die Stadt. Das wird wahrscheinlich jeder von euch schon mal erlebt haben. Wer lebt? Wer ist denn hier noch alles da? Wartet mal, ich gehe mal einmal hier hin, um mir ein bisschen Raum zu schaffen. Das werden wahrscheinlich alle von euch schon mal erlebt haben, dass ihr durch die Stadt gegangen seid. Und gerade Mütter zum Beispiel mit ihren Kindern sagen, so, ja, rede bitte nicht mit dem. Der ist quasi nicht ganz Taco in der Birne. Auf sowas kann ich gar nicht. Also auf sowas kann ich überhaupt nicht, muss ich einfach mal sagen. Ich finde das so unglaublich unmöglich, wenn man sowas sein Kind beibringt. Der, zum Beispiel, wir haben jetzt zum Beispiel einen Mann, der läuft durch die Stadt und der bewegt sich halt komisch, der sieht aus, als wäre er betrunken. Oftmals liegt das aber nicht daran, dass dieser Mann wirklich betrunken ist, sondern dass er, sagen wir mal zum Beispiel eine Epilepsie oder einen Schlag, Epilepsie ist jetzt so, aber einen Schlaganfall oder sonstiges hat und sich deswegen gar nicht mehr vernünftig bewegen kann. In der heutigen Gesellschaft sind solche Leute dann immer sofort verrückt und man muss diese Menschen meiden. Auf sowas, das ist sowas von intolerant und scheiße, dass ich da überhaupt gar nicht drauf kann. Also, das ist so eine Sache. Man versucht, man sieht einen Menschen, man sieht, der verhält sich nicht normal und sofort in dem Moment wird er als, naja, meine Kinder müssen davon weg abgestempelt, so nach dem Motto. Und sowas geht überhaupt nicht klar, Leute. Es geht überhaupt nicht klar. Denn man weiß nie, warum ein Mensch so ist, wie er ist, auch wenn er sich mal ein bisschen anders verhält. Da wie kann eine Gesellschaft so unglaublich abgestumpft sein? Das verstehe ich nicht. Das geht einfach überhaupt nicht in meinen Schädel rein. Anders kann ich es nicht sagen. Es geht einfach nicht in meinen Schädel rein. Wir versuchen, wir machen uns ein Bild von Menschen, machen so, als würden wir komplett kennen,
Obwohl wir nichts über den jeweiligen Menschen wissen. Gar nichts. Da kriege ich so hart das Kotzen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das habe ich schon so oft mitgekriegt. Wir kennen diesen Menschen nicht. Wir wissen nicht, warum dieser Mensch so ist. Aber wir denken, wir kennen den Menschen gut genug, damit wir sagen können, ja, hör mal, der ist aber nicht gut für uns. Oder der ist nicht gut für unser Kind. Der ist nicht gut für unsere Gesellschaft. Der ist nicht gut für unser Umfeld. Da kriege ich so das Kotzen, ey. Oh, Nami ist übrigens mir persönlich von den Kombos ein bisschen zu langsam. Ich spiele nicht gerne mit der. So. Was ist denn hier los? So, machen wir einmal nochmal einen Special-Angriff. Wette Ei. Rumble Upkick. Rühr dich. So, bam. Oh, das war gut. War eigentlich jetzt Frankie dabei? Nee, Frankie hilft uns zwar nicht so richtig. Okay. Wie müssen wir denn noch alles besiegen? Gehen wir mal noch da oben hin. A-Rang haben wir ja schon. Ja, dass Simon flieht, da mache ich mir eigentlich weniger Gedanken drüber. Ja, aber sowas, auf sowas kann ich nicht, Leute. Auf sowas kann ich so überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, warum Menschen so einfältig sind und sich nicht mal Zeit nehmen, sich mit jemandem zu beschäftigen, ohne den sofort abzustempeln. Ihr würdet ja, stellt euch mal vor, ihr hättet sowas. Ihr wollt doch auch nicht, dass ihr dann einfach in so ein Licht geschmissen werdet, obwohl ihr vielleicht eine total kranke Scheißgeschichte hinter euch habt. So, dann machen wir uns einmal voll. Ich werde jetzt nur den Kizuna-Angriff einmal machen, damit wir Chopper hier retten und wir uns sofort mit Mr. 2 aufladen können. Der ist ja jetzt bei uns ins Team eingestiegen. Diese sozialen Ungerechtigkeiten, die es gibt, einfach aus, wo ist denn Chopper jetzt? Ach, habe ich schon eingesagt. So, das ist was... Boah, nee, ey. Da wird mir schon wieder schlecht, wenn ich daran denke. Da wird mir wieder richtig, richtig schlecht bei. Da müsste man wirklich drauf achten. Denkt mal drüber nach, wenn ihr sowas mitkriegt. Oder das... Das ist einfach so eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Und ich kann auf sowas nicht. Es gibt genug Erkrankungen, wo man sich jetzt nicht das Hirn weggesoffen hat. Wo man sich nicht mehr vernünftig bewegen kann. Wo man, nicht mehr so gut klarkommt, wie man es gerne möchte. Es muss nicht immer sein, dieser Mensch ist das und das und das ist wegen so und so. Manche Sachen sehen zwar so aus. Ich mache mir auch ein erstes Bild von Menschen, aber ich kann mir doch nie hundertprozentig sicher sein, dass das wirklich so ist. So, jetzt bekommen wir gleich Mihawk im Team, das wäre natürlich mega geil. So, haben wir, ach, den haben wir sogar schon besiegt. Sehr schön. So, wir haben auch schon S-Rang. Dementsprechend brauchen wir uns gar nicht mehr um irgendwas Genaueres zu kümmern. Das ist schon mal ganz gut. Wen haben wir denn hier? Wer möchte denn hier eindringen? Wer ist denn hier so groß? Du bist das, du bist das. Ja, komm, komm, komm. Dich töte ich jetzt auch. Tschüss. So. Haben wir ihn? Ja. So, okay. Hab dich doch schon wieder gerettet. Gar kein Problem. So. Nee, was ich auch nicht so cool finde, ist halt, dass sich Leute dann auch gar nicht so richtig mit den Sachen auseinandergesetzt haben. Die sehen das halt und ich sag mal, man hört oft Sachen zu bestimmten Sachen, aber woran es dann wirklich liegt, das wissen dann die wenigsten. Und da finde ich halt, sind wir viel zu weit von unserem kindlichen Denken weggekommen. Dass wir uns, Kinder gehen da ganz unvoreingenommen an und das tun wir größtenteils halt nicht mehr. Das finde ich ein bisschen schade. So, wen müssen wir denn noch alles besiegen? Haben wir doch jemanden, der hier gleich in der Scheiße sitzt. Ach, Mr. 2 ist schon kurz vorm Weggehen hier. So. Retten wir den mal eben. Wetterei. So, rühr dich. Okamakenupo oder so. Keine Ahnung. So. Überlegt euch das mal, ne? Also, fokussiert Menschen da wirklich mal ein bisschen anders und gebt denen erstmal eine Chance. Redet vielleicht mal mit denen, wenn ihr glaubt, der ist so. Oder wenn sich jemand von euch im, sag ich mal, im Freundeskreis, auffällig verhält, dann
guckt doch mal erstmal. Warum macht er das? Redet doch mal mit dem. Stempelt den nicht ab und schürt da keine Gerüchte, sondern. Warum verhält der Mensch sich jetzt auf einmal so, wenn er sich vorher nie so verhalten hat? Das ist zum Beispiel so eine Sache. Damit setzt sich wieder keiner auseinander. Warte mal, wir haben doch hier jemanden, der kurz vorm Fliehen war, oder? Wo ist die Alte denn? Ich sehe die gerade gar nicht. Na komm, machen wir einfach Hancock platt. Ja, ich bin eine Frau, ich bin keine Lesbe. Was nicht schlimm wäre, aber dafür dürfte ich jetzt eigentlich nicht versteinern. Weil ich mich ja nicht in dich verliebt habe. So. Greif du mal mit deiner Liebe an, Hancock. Keine Chance. Tschüss. So, damit haben wir es auch geschafft. Hancock wurde besiegt. So. Nee, das Vorurteile sind. Man darf ja da gerne mal mit Klischees spielen, ne? Das ist ja auch vollkommen okay. Aber die meisten haben halt diese wirklich bösartigen Vorurteile und sehen immer das Schlechte und sehen sofort das Negativste. Und warum? Warum ist man so? Das sind so Sachen, die gehen nicht in meine Birne rein. Dass man nicht versucht, das zu reflektieren. Und kann man sich nicht selber als schlechten Menschen reflektieren, wenn man einfach mal bedingt durch... So, jetzt haben wir hier zum Beispiel, hier wurde ein Kopfgeld ausgesetzt. So, hier müssen wir uns jetzt hinbewegen. Das ist aber ein langer Weg. Wir können nur hoffen, dass der uns ein bisschen entgegenkommt. So, dann machen wir das jetzt mal eben. So, ich schaffe euch alle. Viele starke Kämpfer haben sich auf die Insel versammelt. Besiege 1000 Gegner und setze ein Zeichen deiner Stärke. Okay. Brüste wackeln. Ja, man, dieses Klischeehafte, das ist ja auch, sag mal, kann ja auch witzig sein. Lösche alle Feinde aus, das sollten wir relativ einfach hinkriegen. Das kann auch witzig sein, ne? Man kann sich auch über, sag ich mal, Einschränkungen lustig machen, aber... Leute, nicht so böswillig. Ah, ich will nicht mit Wapo. Wen haben wir denn noch? Ah, besser. Dieses böswillige. Boah, nee, ey. Geht gar nicht. Oh, ich will gar nicht. Eigentlich habe ich gar keinen Bock, gerade mit Nami zu spielen. So. Oh, das war, stärker als erwartet. Alter. Ja, jetzt habe ich schon wieder meine ganze Aufladung verloren, du Missgeburt. Mann. Boah, Nami, du bist scheiße. Ey, ernsthaft? Bin ich jetzt hier von den Pennern hier verprügelt, oder was? So, tschüss. Wäre schön, wenn ich jetzt mal auf dem Level 2er wäre. So. Gehen wir mal da oben hin, damit komme ich dann da jetzt rein. Gehen wir mal hier rein, so. Ja, seid nicht böswillig, redet mit den Leuten, ob ihr die kennt oder nicht. Seid doch einfach mal nett, manchmal braucht man auch einfach mal, sag ich mal... Mit jemandem reden kann. Nicht jeder hat das Sprachrohr. Nicht jeder hat Freunde. Nicht jeder hat ein Ventil, wo er sich, sag ich mal, mit auseinandersetzen kann, der den hilft und der einen wirklich dieses Loch füllen kann. Das hat nicht jeder. Das ist traurig, aber es ist wahr. Und das muss man sich vor Augen halten. Manche Menschen sind einfach alleine und das ist auch kein schönes Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr in der Situation schon mal wart, aber man kann ja sagen, ja, warum bin ich jetzt dafür verantwortlich? Ja, genau das denken die anderen auch und halten sich dann von solchen Leuten fern. Nur weil die, sag ich mal, sich in Anführungsstrichen anders verhalten. Das kann doch nicht sein. Wo kommen wir denn da hin? Wir leben uns alle in unserer Gesellschaft immer mehr auseinander. Und das ist unglaublich schade. Das ist sowas von schade. Die Gesellschaft wird viel besser funktionieren, wenn wir alle mal ein bisschen mehr auf uns achten würden. So, machen wir jetzt einmal so. Kommt schon. So. Würden wir alle mal miteinander leben und nicht aneinander vorbeileben, wäre das einfach so ein viel schönerer Gedanke. Wir würden uns alle viel weniger alleine fühlen. So, wir kämpfen mal einmal gegen der Flamingo. Damit wir den bei uns im Team haben. Er ist halt ein schöneres Gefühl, nicht alleine zu sein, muss man einfach mal sagen. Oh, das wäre auch mal ein geiler Kampf. Moria gegen Flamingo. So ein richtig ausgeprägter Langer. Das wäre cool. So, einmal kurz. Alter! Warpol besiegen. Ach, Warpol hochleveln.
damit wir mit dir kämpfen können. Ja, sehr schön. Ja, also, wie gesagt, es gibt viele Leute, die das nicht nachvollziehen können. Die hatten diese Situation einfach noch nicht und ich wünsche den keinen das, ne? So ist es, ich will nicht, dass Leute das durchleben müssen. Ich finde das grenzwertig, dass Leute das durchleben müssen. Aber darauf wird ja keine Rücksicht genommen. Denn jeder ist sich selber der Nächste. Und das, davon müssen wir weg. Wir müssen einfach davon weg. So. Und wer das nicht versteht, der sollte mal anfangen, sich wirklich selber zu reflektieren. Anders kann ich es nicht sagen. Ach du Scheiße. Da unten Fluchtversuch. Willst du mich verarschen? So, schnell, 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 schnell. Blöd ist, dass dieses Moria-Level hier so unglaublich schlecht aufgebaut ist. So. Kann auch sein... Ah, mit Moria im Team? Ja. Achso, das liegt vielleicht daran, dass ich erst Moria besiegt habe und dann da Flamingo. Habe ich da Flamingo überhaupt besiegt? Ach, lassen wir das. Egal. So. Schnell, schnell, schnell. Das wird hier wieder eine halbe Weltreise. So. Wer braucht denn hier Hilfe? Wer ist denn hier in Fluchtgefahr? So, du bist in Fluchtgefahr. Dann werde ich jetzt einmal einen Kizuna-Angriff machen und dann sofort die Kombination mit dir. So. Alter. Ach, da ist Enel. Gehen wir mal dahin und zack. Ist Bruno jetzt ausgestiegen? So, ich hoffe nicht. Wo ist er denn? Moria haben wir jetzt. Hier war doch noch. Ist er jetzt weg? Oh, jetzt muss ich mich mal eben ein bisschen umgucken. Ich glaube, er ist weg. Scheiße. Das ist natürlich nicht so gut für meinen Rang. So, okay. Muss ich auf 2 voll? Nicht ganz. Kacke. Ah. Enel ist dafür nicht ganz so geil. So, Moria kann uns auf jeden Fall helfen. So, komm. Ganz viele Ausrufezeichen. Bin noch auf Rang B, das kann es nicht sein. So. Enel, geh mir nicht auf den Sack. So, sehr gut. Sehr gut. So, Enel haben wir besiegt. Nee, ich finde sowas weiß ich nicht. Das hat man doch in der Schule auch. Das kriegt man doch vollkommen oft mit, dass Leute Außenseiter sind, weil sie auch ein bisschen anders sind. Ich finde diese Monotonie halt in unserer Gesellschaft auch wirklich richtig, richtig, ja, traurig, kann ich einfach nur noch sagen. Das ist wirklich sehr traurig, wenn du mal überlegst, jemand wird ausgeschlossen, weil er sich anders verhält als die Norm. Super, sofort ist man, Psycho oder sonstiges, obwohl vielleicht einfach mal irgendwas Schlimmeres passiert ist und das hält sich aber keiner mehr richtig vor Augen. Man ist ja sofort, sag ich mal, der Boomer. Was müssen wir denn gerade machen? Lösche ich alle Feinde aus. Ja, okay. So, einmal noch. So. Das verstehe ich einfach nicht. Und ich finde es immer einfach nur unglaublich schade, dass wir da nicht mal über unseren kleinen kognitiven Tellerrand, oder nicht kognitiven, sondern Tellerrand hinweggucken können. Ah, nee, ey. Ich bin ja sauer, wenn ich darüber nachdenke. So, wir brauchen Ausrufezeichen. Moria. Ich möchte nicht nochmal machen, die Mission. Okay, Nami ist auf jeden Fall nicht mehr so die der Charakter meiner Wahl, muss man einfach sagen. Aber ich hatte auch schon in der Story mit der relativ viele Probleme, wo die eine Mission mit der gemacht haben. Ah, ich weiß schon, warum ich viel mit Ruffy gespielt habe. Das hat es auf jeden Fall deutlich einfacher gemacht. Mein Gott! Fickt euch doch mal! Meine Güte! Ja, das hat's ja gebracht. So, jetzt aber. Wer ist erschienen? Loki ist erschienen. Wo ist er? Da hinten. Okay. Bevor wir hier nicht auf dem B-Rang sind, brauchen wir gar nichts versuchen. So, ich will einen Kizuna-Angriff haben. Immer noch nicht? Ah, ich krieg zu viel. Warum kämpfe ich jetzt gegen den hier alleine? Das verstehe ich auch nicht. So. Hallo, ich brauche einen S-Rang. Danke. So. Jetzt aber. Jetzt gibt es ja erstmal ordentlich auf die Fresse, Leute. Das sage ich euch aber. So nicht. So. So geht's doch schon besser. Schön. Vergo müssen wir auch noch besiegen, stimmt. So. Wir dürfen auf jeden Fall Nami nicht mehr auf, ach hier, Moria nicht mehr auf 1 kommen lassen. So, tschüss.
Nee, ich verstehe einfach nicht. Ich versuche es immer zu verstehen. Ach, das war dumm. Aber ich manchmal glaube ich, mein Horizont ist dafür nicht ausgereicht, diese soziale Ungerechtigkeit so zu verstehen, dass man einfach so hart auf sich fokussiert ist. Sauber, S-Rang haben wir. Dass man nicht mehr auf andere guckt, dass man... Weiß ich nicht. Man muss sich nicht für jeden verantwortlich machen. Kann man natürlich auch so sehen. Aber andernfalls wird das keiner mehr machen, wird unsere Gesellschaft sowas von den Eimern gehen. Und das wirklich noch deutlich mehr, als sie es jetzt schon tut. Das hat man zwar auch nicht so vorm Schirm. Man denkt ja sich schon, ah, die Gesellschaft ist ja eh schon am Arsch, sag ich mal. Ist ja auch teilweise. Aber wenn keiner anfängt, was dran zu ändern, dann wird es natürlich auch so bleiben. Wir sind alle dafür verantwortlich. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber die Politik, die spricht mir da immer entgegen. Ja, tut sie auch, natürlich. Die wird sich nicht immer so entscheiden, wie ihr das gerne möchtet. Aber es gibt ja noch, sag ich mal, mehr Sprachrohre als die Politik. Und ihr seid dafür mitverantwortlich, wenn es Menschen scheiße geht. Ihr verschafft euch kein Gehör. Ihr macht euch für die Ungerechtigkeiten nicht wirklich stark. Ihr sagt ja, ihr nehmt das hin. Oder nicht ihr, also generell, es nehmen zu viele Leute einfach hin. Und wenn alle sowas hinnehmen, dann kann sich auch nichts ändern. Das ist das Problem, aber das verstehen die meisten Leute einfach nicht. So, du bist echt scheiße gerade, ne? Du gehst mir gerade ein bisschen auf die Eier. So, ich bin froh, dass der Nami-Party auf jeden Fall gleich vorbei ist. Das könnt ihr mir glauben. Ihr müsst auf Ungerechtigkeiten aufmerksam machen. Ihr müsst euch auch dafür einsetzen. Ihr seid vielleicht selber nicht immer betroffen, aber es könnten Menschen aus eurer Umgebung betroffen sein. Menschen, die sich dadurch verändern. Menschen, die das, ich sag mal in Anführungsstrichen, wirklich traurig macht. Die das fertig macht. Die man alleine gelassen hat. Das ist einfach kein schönes Gefühl. Und wenn ich mir da so Gedanken drüber mache, bin ich der Meinung, ich als Einzelner kann das ansprechen und kann diesem Menschen vielleicht zumindest ein bisschen helfen. Vielleicht nicht im Grundlegen, aber den Fokus darauf setzen, dass es ihm einfach besser geht. So. Das ist meine Meinung. So, ich will das Kopfgeld von dem guten Bär haben. So, er kommt uns zumindest ein bisschen entgegen. So, aber das werden wir erst im nächsten Part angehen. Damit hoffe ich, hat euch der Part gefallen und wir sehen uns im nächsten Part von One Piece Pirates Warrior wieder. Ciao, Leute!